Und bringt sich gerade um. Brot und Rührei, nichts Besonderes. Aber lecker. Brot und Rührei ist auch lecker. Und Rührei könnte ich auch mal wieder. Ich brauche Schattenbeinwurz. Das ist ein sehr seltenes Moos. Es wächst unterirdisch. Da gibt es ein paar Höhlen tief im südlichen Wald. Wenn hier überhaupt Schattenbeinwurz wächst, dann darin. Okay. Also quasi dem Wasser jetzt erstmal folgen, ha? Hast dich wohl gelangweilt, was? Also auf zu den Elbenruinen. Bei Elfen. Und da keine Elben. Na gut, die kann ich immer noch nicht zerstören. Ja, ist mir egal. Ich kann euch eh noch nicht töten. Ja, zumindest ausrotten. Der kommt sowieso immer wieder. So. Bisher sehe ich hier nichts. Außer ein Neckar. Ganz viele kleine Gollums. Ouchie, ouchie, ouchie. Okay. Kann ich schön die Überreste von den Viechern mitnehmen. Können wir alles nochmal gebrauchen. Und wartet. Ich ziehe mir einmal ganz kurz den Pullover an. Ja, schon viel wärmer. Will ich mal noch ein bisschen zuschauen und dann ins Bett. Aber verdammt müde. Hätte ich schon länger als sonst geschlafen.
Ja, das glaube ich, dass du nicht zur Arbeit möchtest. Das kann ich nachempfinden. Dann kuschel dich einfach ins Bettchen und vergiss, dass du arbeiten musst. Aber das geht ja leider nicht. Aber vielleicht geht der Arbeitstag oder Arbeitsnacht ja recht schnell vorbei. Du stinkst vielleicht. Wobei wir ja auch nicht mehr so. Also, jetzt machen wir schon noch ein bisschen. Aber wir machen ja heute auch nur bis 23 Uhr. Weil ich muss morgen fit sein. Morgen geht's früh raus. Also du verpasst doch gar nicht so viel heute. Vielleicht ist das ja ein kleiner Trost. Ich will die Woche. Mein Kollege kommt wieder. Muss es vielleicht etwas besser werden. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es besser wird. Es kann ja eigentlich auch nur besser werden, ne? Gerade. Wenn du bis 1 spielst. Ja, ich spiele aber nicht bis 1. Wie gesagt, ich muss ja selbst früh raus. Selbst wenn ich bis 1 spielen möchte, kann ich trotzdem nicht bis 1 spielen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass ich früh raus muss. Oh, das zerplatzt. Und das hat Bumm gemacht. Okay. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Ja. Ich stelle das Elixier der Manguste her. Hängt aber auch nicht gerade nett. Oh, mein Kairan will ich mich so mit am letzt, als letztes kümmern. Man hat nur, ist ja mein Problem, wenn ich was verpasse. Wenn ich nur, weil ich sage, ich gehe 21 Uhr auf Arbeit, das Stream ausmachen und darf es nicht weiterspielen. Na, so weit kommt's noch. Ja, aber es war ja halt auch nur so gesagt, ne? Dass du nicht traurig sein sollst, dass du viel verpasst. Viel verpasst du nicht. Vor allem nicht, wenn das Spiel noch. Noch öfter abstürzt. Aber danke für die Big Fat Tacos. Ja, da schon wieder was. Da schon wieder was Ihr auferstanden. lernt es wohl nie. Ja! Stirb doch einfach. Im Hinweg wartet doch nicht hier. Jetzt habe ich Bock auf Tacos. Du isst jetzt einfach noch während deiner Nachtschicht einfach ein Taco. Du stellst dir Tacos auf die Arbeit. Und der Trunkene. Aber hey, gibt Erfahrung. Ich möchte jetzt so einen ähnlichen Run abliefern wie bei Witcher 1. Dinger gehen dann schon am Mann schon kaputt. Naja. Naja. Aber essen tust du sie ja trotzdem. Tacos sind nun mal lecker. Gut, es kommt immer drauf an, wie die Tacos gemacht sind, aber Tacos sind lecker. Ich habe die noch nie gegessen. Ich habe sie ein einziges Mal gegessen. Ein einziges Mal habe ich Tacos gegessen. Und das waren, glaube ich, sogar selbstgemachte.
Inhalt hat sich nicht an, so das. Ja. Ach. Das passt. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier bin. Das ist auf jeden Fall nicht die Richtung, in die ich wollte, glaube ich. Ich glaube, hier geht es woanders hin. Ja, hier geht es ganz woanders hin. Löse erst ich meinen Döner. Was? Wieso das denn? Ohne Todsünde. Der arme Döner. Also, ja, ich könnte da jetzt durch, aber wir kommen da halt eh später noch hin. Deswegen mache ich es halt gerade nicht, ne? Gehen wir in eine andere Richtung. Ich muss sagen, da wo wir mittlerweile Döner bestellen, da fällt mir nie was raus. Also, ja gut, immer so kleine Bröckchen, aber es ist halt nicht so, dass das ganze Ding zusammenfällt. Ich glaube, es kommt immer drauf an, wie das Ding gemacht ist. Also ich kenne halt auch Döner, die nicht auseinanderfallen. Und dann gibt es wieder andere, die brauchst du ja nur angucken und die fallen auseinander. Mann, das ist immer übervoll. Ah, das ist dann auch nicht gut. Ich finde Döner immer schlimm, die eigentlich nur aus Gemüse bestehen. Also aus Salat. Das finde ich immer schlimm. Ich habe ja nichts gegen Salat in meinem Döner, aber Salat darf nicht überwiegen. Ich verlaufe mich übrigens jedes Mal in diesem Wald. Da kommen wir nicht weiter, das ist Schicht im Schacht. Hier richtig? Nee, ich glaube nicht. Dieser Sumpf ist einfach zu groß. Ich weiß gar nicht, wie viel der Döner-Teller bei uns kostet. Also bei uns kostet der... Warte mal. Doch, ich glaube... Der große kostet 3,50? Nee, der kleine kostet 3,50? Ich glaube, der große war es, der 3,50 kostet. Kleiner? Waren es 2,50? Oder waren es 3,50 und 5,50? Ich weiß nicht, bei uns ist es auf jeden Fall mega günstig für die Größe, die man kriegt. Ich glaube, selbst der Döner-Teller kostet nicht viel. Lass mal nachgucken bei uns. Okay, von da kamen wir, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt mal war. Was verfolgt? Oh Gott, da kommt ein Mann. Hi. Ich glaube, ich habe das falsche Schwert draußen. Ja. Zwerge zu Moos! Ich will gerade fragen, kriegt der überhaupt Schaden? Aber kriegt er.
Geralt. Ja, klappe. Klappe zu. Wie mit einem Holzklotz. Also irgendwo müssten die Ruinen sein. Aber schon mal nicht in dieser Wegrichtung. Nee. Das sind die Intriagen. Das mit dem Troll. Einer. Nightclub, Marlena Kühnmörder. Das Irrenhaus. Huch. Ding des Wahnsinns. Ach, da hinten! Ja, dann kann ich lange warten. Ich bin zu alt für sowas. Ja, genau, Gerard. Nutella mit Nudelnkuss. Das wird mehr als mit Nutella mit Brot in der Stadt. Nur so viel wie das. Ich bin gerade etwas verstört. Mit Döner gibt's Käse? Der da so gut hängt. Ich muss irgendwie nach da hinten kommen. Okay, das ist von hier aus nicht möglich. Ich muss einen Weg darunter finden. Ich weiß gar nicht, ich glaube auf. Also im Döner selbst war auf jeden Fall kein Käse. Beim Döner-Teller weiß ich tatsächlich nicht. Ich meine, man konnte sich aber auch nicht zubestellen. Ich glaube, bei uns ist kein Käse mit drauf. Bei der Pizza kann man sich wenigstens drauf bestellen, meine. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich habe auf jeden Fall immer kein Käse drauf. Ah, oh, jedes Mal trete ich in die gleiche Falle. Lachs mich doch. Ich kann diesen Sumpf nicht mehr sehen. Da geht's hoch. Speichern. Bevor ich's vergesse. Endlich naht Hilfe! Ich dachte schon, es sei um mich geschehen! Echt? Was ist mit dir? Mit mir nichts! Aber mein Freund ist in diesem verfluchten Spital geblieben! Ja, so, ich hab schon, aber ich mach nicht mehr. Cedric sagte, es seien zwei Leute nicht aus den Ruinen zurückgekehrt. Ich hab noch einen schönen Abend. Ich bin Robert Brandhuber, Medikus aus Edinburgh. Schreibt sich. Mein Freund und ich suchen nach erfolgreichen Arbeitsabend. Dieser Wald ist nicht gerade der ideale Ort dafür. Man hat uns gewarnt, aber vielen wir haben Dank, uns in den Wind geschlagen und sind zur Ruine gegangen. Keine Spur von Kräutern, aber da unten war etwas Grässliches. Ich konnte fliehen, aber Gridley... Ja, Gridley nicht, ne? Werde es versuchen. Das hoffe ich. Was war das? Hörst du? Das ist Gridleys Hund. Spürst du das auch? Da kommt etwas. Rette mich! Spürst du die Erzitterung der Macht? Wo kommt jetzt ab von da? Wahnsinnige Necker.
Aua. Warum sind die überall Fallen? Ich glaube, der Hund ist tot. Jupp, der Hund ist Machi Papi. Angeweide rausgerissen. Passiert. Kam aber wohl zu spät, ne? Bin noch irgendwo einer. Okay. Dann müssen wir da jetzt so runter. Diese Gier. What? Oh, Erscheinungen. Okay. Hätte ich nicht gerade noch irgendwas bekommen? Krankenhausakte. Patient ist an Ruhe erkrankt. Keine Hoffnung mehr für ihn. Habe Isolierung und Gebete für ihn angeordnet. Habe ebenfalls beschlossen, die Kräuterdosis zu erhöhen. Ehrlich gesagt, das scheint sie heilen, aber sie lösen auch die Zunge. Wie konnten sie nur? Diese Menschen waren unschuldig. Und ich? Okay. Überhaupt nicht seltsam hier. Ich werde nicht mit dem Feuer spielen. Unwillkürliche Zuckung der Gesichtsmuskeln, Reiztanz, Zappern, gefährlich, Einsperren notwendig. Viertens, zwölftens, Fieber, Krämpfe, erweiterte Pupillen, Stuhlgang normal. Oh, noch mehr Erscheinungen. Huch, ich kämpfe einfach gegen die Luft. Tschüss. Sesam, öffne dich. In die nächste Krankenhausakte. Blut, Blut. Wo kommt das Blut her? Also kurz brauchen wir nicht. Bis auf die Knochen, bis auf den Stein. Das tut nichts. Mutagene brauchen wir auf jeden Fall. Es tut so weh. Bitte. Hilf mir! Gib mir Medizin! Sie sollen leiden! Sie verdienen es! Gib mir Medizin!
Warte, geht sofort weiter. Und nur gucken, wie viele Speicherstände schon da sind. Wieder. Warte, da komme ich, glaube ich, rein. Okay, warte, warum sehe ich jetzt den... Okay, ist so minimal seltsam. Warte mal. Ich will einmal kurz ins Hauptmenü. Das ist dann weg. Der Boden bewegt sich. Ah, schon besser. So. Es tut so weh. Bitte hilf mir. Nein, untersuchen. Ui, wir können durch gerade durchgucken. Es tut so weh. Bitte hilf mir. Gib mir Medizin. Ich hab keiner. Komm nicht näher. Noch ein Symbol. Verschwinde. Lass mich. Verschwinde. Ganz ruhig. Das war nicht meine Schuld. Ich war das nicht. Ich war es nicht. Was warst du nicht? Feuer. Überall Feuer. Das sollte nicht passieren. Ich wollte das nicht. Ich schwöre. Wenn ich dich nicht beruhige, erfahre ich von dir nicht viel. Vielleicht sind ja nicht alle Medikamente verbrannt. Verschwinde. Übungsmittel. Lasst mich! Nein! Was immer hier geschehen ist, es hat die Insassen tief beeindruckt. Bis auf den Stein. Ist das meins? Tut nichts. Weg. Ich fühle mich ja so leicht unwohl. Wegwischen, bis auf die Knochen, bis auf den Stein. Ist das meins? Tut nichts. Weg damit. Verschwinde. Na, für Grindley. Und Erscheinung. Verlecke. Komm, lass mich die Kiste öffnen. Och, komm schon. Das ist Mobbing. Ja? Darf ich jetzt öffnen? Darf ich. Sicher. Medikament haben wir. Hi. Was ist los? Wo bin ich? Nur ruhig. Rupert hat mich gebeten, nach dir zu suchen. Rupert? Er lebt? Hör zu. Du und dein Kumpel, ihr seid Halunken, das merkt man gleich. Dieser Ort hat eine grässliche Vergangenheit und es würde mich nicht wundern, wenn ihr damit zu tun hättet. Verstehst du, was ich meine? Ja. Schön. Erzähl mir die ganze Geschichte und nichts auslassen. Geschichte? Es gibt immer eine Geschichte, Gridley. Nun red schon. Ach, wir waren Soldaten im Dienst von Edom. Im Nilfgaard-Krieg habe ich Rupert im Lazarett ausgeholfen. Unsere Einheit war in diesem Haus stationiert. War uns einerlei, wer hier lebte. Die Irren waren harmlos. Jedenfalls am Anfang. Eines Tages erwischten die Kundschafter einen Nilfgaarder, der dabei gewesen war, wie Beute aus Edirn versteckt wurde. Ein Riesenglücksfall. Es gab die unglaublichsten Geschichten über diesen Schatz. Jedem schwarzen Kriegsgefangenen hatten wir auf den Zahn gefühlt. Und diesmal dem Richtigen. Wir beschlossen, ihn zum Reden zu bringen. Durch Folter? Der Anführer befahl, ihn aufs Rad zu flechten. Aber Rupert sagte, er wisse ein besseres Mittel. Kräuter aus der Umgebung, die jeden zwingen, die Wahrheit zu sagen, der sie als Tee trinkt. Der Kommandant verhörte den Gefangenen und zeichnete eine Karte.
Ganz schön aufgeregt waren wir. Übermütig. Haben den Schatz schon mal aufgeteilt. Der Priester, der die Irren betreute, hat Schwierigkeiten gemacht. Einer von uns hat ihn erschlagen. Klappt ja mit dem Erzählen, Gridley. Hast Chancen, hier heil auszukommen. Wie ging's weiter? Der Gefangene hat das Versteck verraten. Der Kommandant hat ihn trotzdem vierteilen lassen. Vor den Augen der Insassen. Die sind völlig ausgerastet bei dem vielen Blut. Wir mussten die meisten abstechen. Irgendwann ist das Feuer ausgebrochen. Weiß nicht genau wann. Hat jemand überlebt? Ja, ein Mädel. Das haben wir mitgenommen. War still und willig, dachten wir. Bis sie in der zweiten Nacht den Kommandanten abgemurkst und sich mit der Schatzkarte verdrückt hat. Wir haben sie nicht gefunden. War ja Krieg. Wir hatten nicht viel Zeit, sie zu suchen. Und dann kehrt ihr nach all der Zeit zurück. Was habt ihr gedacht? Dass ihr sie hier findet? Ich hatte genug Pech im Leben. Rupert noch mehr. Das war eine Chance für uns. Das Glück war uns doch einmal hold. Wer weiß, vielleicht hat es uns nicht verlassen. Darauf würde ich nicht zählen. Das ist ein übler Fluch, mit dem wir es hier zu tun haben. Wir täten gut daran, die Überreste dieses Nilfgaarders zu suchen. Verschwinden! Verschwinde! Ja, komm, kleiner Geist. Lass mich. Verschwinde! Naja. Der ist verschüttet. Der ist geistig. Ein Wolf kommt selten allein. Was willst du? Ihren Tod? 22 kehren dahin zurück, wo keiner mehr ist. Ein einziger richtet sie. Ist er gnädig, füttert er die Toten mit ihnen? Ist er unerbittlich, gibt er ihnen, wonach sie begehren? Okay, eine Mappa. Prophezeiung, wie schön. Hätte ich mir denken können. Bringst du mir ihre Herzen, esse ich mich an ihrer Feigheit satt. Bringst du mir ihre Augen, banne ich ihren Blick. Das ist dein Vorschlag. Also gut. Ich werde dem Fluch ein Ende machen. So oder so. Sie sollen leiden! Sie verdienen es! What? Sie sollen leiden! Ich will ihn aber nicht so. Der Boden bewegt sich. Er kriecht auf mich zu. Und? Ich bin dem Geist eines Nilfgaarders begegnet. Komm, wir gehen nach oben zu deinem Freund. Gridley, du lebst! Was ist da unten geschehen? Ich habe den Geist des kaiserlichen Soldaten gefunden. Du bist doch ein Hexer! Werd ihn los! Okay. Jetzt ist die Frage. Liefern wir die beiden aus? Oder beschützen wir die beiden? Ich gehe zumindest mal davon aus, dass wenn wir es denen sagen, die dann geschützt werden. Ich bin mir etwas unschlüssig. Aber eigentlich... Ich meine, der Geist hat ja eigentlich nicht mehr auf Erden zu wandeln. Wenn ich mir das jetzt mal so recht überlege. Geralt, kannst du nicht einfach für mich entscheiden? Ich weiß auch nicht, was wir das letzte Mal gemacht haben. Ich glaube, wir haben ihn beim letzten Mal getötet, den Geist. Ich glaube, wir hatten sie beim letzten Mal nicht ausgeliefert.
WB-Mappa. Ich weiß doch nicht, was wir tun sollen. Ausliefern oder beschützen? Was meint ihr? Ich lasse euch entscheiden. Wollen wir den Geist töten? Oder wollen wir die Rupert und Gridley töten? Männer läuft sonst auf Enemine Mister hinaus. Lass sie zuerst liefern. Mappa ist knallhart. Ja. Schon geschehen. Kommt, ich will euch was zeigen. Wen haben wir denn da? Kennt ihr mich noch? Na, Sanitäter? Erinnerst du dich, wie ihr ein Stück nach dem anderen aus mir herausgerissen habt? Wisst ihr noch, was ihr den Menschen in diesem Haus angetan habt? Du hast uns reingelegt! Das Verbrechen wird gesühnt. Die Sühne bereitet dem Fluch ein Ende. Ich lasse euch allein. Oh ja! Ich brauche dich nicht mehr! Das wird ein Festmahl, Jungs! Und solides Hexersilberschwert. Okay. Ja gut, ne? So geht's auch. Okay, dann geht's hier. Oh. Hier geht's hier nicht raus. Flucht gebrochen, ja. Das ist nur noch die Frage, wie kommen wir hier wieder raus? Nein, das ist der falsche Weg. Damit gehen wir in dieselbe Richtung wieder zurück. Hier geht's wieder raus. Oh, armes Wort, sie war. Gut, wir können jetzt auf jeden Fall wieder zurückgehen. Ich würde sagen, wir regeln einmal das mit dem Troll. Denn der Troll muss ja auch noch geregelt werden. Ich sage schon mal so, wir werden das Kapitel heute auf jeden Fall so nicht fertig kriegen. Das wird nur einige Stunden in Anspruch nehmen. Das kann ich. Wir haben jetzt noch knapp 2 Stunden. Ja, ich weiß. Lecker. Ist jetzt zwar länger wie der erste.
Ich glaube gleich lang. Es kommt immer drauf an, wie man spielt, glaube ich. Und welche Entscheidung man, glaube ich, auch trifft. Je nachdem ist es, glaube ich, länger oder kürzer an manchen Stellen. Gibt nicht! Was gibt es nicht? Also ich glaube, für beide Teile ja, sind so beides 30 bis 40 Stunden. Also Teil 3 ist am längsten. Teil 3 ist definitiv am längsten. Sehe ich wie ein Schankwirt aus? Kein Schnaps, kein Durchgang. Okay. Der meint es ernst. Ihr konntet mich treffen, ich war doch schon komplett aus der Reichweite. Genug, nicht schlagen, Troll, brav. Du bist betrunken. Schnaps gut. Schnaps schmerzt. Gedankenschmerzen nicht. Gedankenschmerzen nicht ohne Grund. Weib meine Schlagen. Weib mein Gut. Kocht Fleisch. Wer hat sie erschlagen? Weiß nicht. Sitze auf Brücke. Komme in Höhle zurück. Aber riecht nicht nach Fleisch. Weib liegt da. Kopf nicht. Muss trinken. Kann nicht in Schenke. Menschen erschlagen, Troll. Muss trinken. Wenn ich den Mörder deiner Trollin finde, hörst du dann auf zu saufen? Findest du nicht. Ich habe hier Freunde. Ich rede mit ihnen. Wir werden sehen. Okay. Ja gut, dann kann ich verstehen, dass der Troll am Trinken ist. Jetzt muss ich nur wissen, wo gehst du wieder hoch? Ja. Der arme ja. Ich meine, vor allem, die sollen ja hier. Oder das Paar hat dann ja hier auf die Brücke aufgepasst. Und dann war wohl jemand so blöd und einfach mal die Gefährtin getötet. Ohne an die Konsequenzen zu denken. Jetzt kommt halt keiner mehr über die Brücke. Du musst die Schweine finden und töten. Ich versuch's. Also beim ersten Mal habe ich es geschafft damals. Mal sehen, ob wir es diesmal wieder schaffen. Ich will jetzt erstmal mit Loredo reden. Weil wir es ja endlich mal geschafft haben, abends hier in der Stadt zu sein. Speichern. Ganz wichtig. Kameraden, eine Frage? Was gibt's, Grünschnabel? Sollten wir nicht ein paar sinnvolle Arbeiten erledigen? Bärchen. Grünschnabel, dein Kamerad möchte dir etwas anvertrauen. Na gut so, ich sag's nur einmal. Ich? Geld oder Leben? Und er? Er sagt, ich hab hier was für dich. Und ich sehe, wie er sein Messer greifen will. Teufelskerl! Was ist? Der Kommandant will mich sprechen. Waffe hier lassen und reingehen. Pass bloß gut auf sie auf. Sie ist sehr wertvoll. Warte, Wolf. Ich habe auch mit dem Kommandanten zu reden. Wird's heute noch was? Hör mal, du. Ich bin Offizier. Du ein gewöhnlicher Gemeiner. Wenn ich will, dass du... Rorsch, komm schon. Und? Hier.
Mit der Truppe kann Loredo die anlegen. Ich werde aber noch einmal ganz kurz eine kleine Pause machen. Ich nehme noch einmal wohin. Und dann geht es gleich weiter. Erster Pause-Screen. Also bis gleich.